Hallo zusammen, willkommen zu meinem neuen Video. Ihr wisst ja, ich habe ja den kleinen Rechner hinter mir verlost, der eigentlich immer noch für mich läuft gerade. Und am Samstag ist das Gewinnspiel ausgelaufen. Am Montag wurde von Asus der Gewinner gezogen und der wurde mir auch mitgeteilt. Das Ganze lief über Gleam.io, also so eine Gewinnspielmachseite. Und da kann man dann quasi Gewinner ziehen klicken und dann kriegt man quasi den Namen raus mit Adresse und allem drum und dran. Der Gute ist auch schon angeschrieben worden und wir haben auch schon die Adresse und den ganzen anderen Kram. Also es dauert nicht mehr lange, dann ist dieser wunderschöne Rechner bei dem Gewinner. Herzlichen Glückwunsch übrigens. Und gewonnen hat, um das Ganze jetzt mal auf den Punkt zu bringen, der Luca S. aus Sandwendel. So hieß die Stadt, glaube ich. Genau, ist eine sehr kleine Stadt, 3,5 Stunden von mir entfernt. Wäre das Ganze nicht so weit weg gewesen, wäre ich nochmal selber hingefahren und hätte Ihnen den Rechner vorbeigebracht. Aber 3,5 Stunden hin, 3,5 Stunden zurück, war mir dann noch ein bisschen zu viel. Ich werde den Computer jetzt erstmal nicht mehr in Betrieb nehmen. Ich weiß, aber ich denke mir so, never change a running system. Und der läuft so gut und ich muss den jetzt abgeben. Aber ich glaube, der da an der Wand hängt, der läuft bei weitem besser. Deswegen werde ich jetzt die Tage mal die Festplatten umstecken. Den Rechner nochmal platt machen, frisches Windows installieren, damit er quasi direkt anschließen kann, loslegen kann, wenn er möchte und vor allen Dingen meine Festplatte noch rausnehmen. Hier unten die drei, die hier sind und da hinten ist auch noch eine SSD, die nehme ich noch raus. Keine Sorge, er hat noch genug Festplatten da drin, nämlich zwei M2er, die im Raid laufen. Schade für die Leute, die natürlich nicht gewonnen haben, aber bleibt ruhig dran, weil ich habe mit Asus schon das nächste, sagt man, Eisen im Feuer? Ich glaube schon. Und da wird es auf jeden Fall auch noch was zu gewinnen geben, weil ich habe gesagt, so von wegen, lief ja ganz gut, sollen wir noch was anderes machen? Und da haben die halt gesagt, so klar, gerne, was möchtest du? Das kommt allerdings erst nächste Woche bzw. übernächste Woche auf euch zu und da gibt es auch wieder was zu gewinnen. Deswegen auf jeden Fall dranbleiben und diese geilen Vlogs Ausschau halten nach. Und für die Statistikfans jetzt unter euch, da war ja so ein Link unter dem Video und der führte ja zu diesem Gewinnspiel. Über dem Link sind knapp 70.000 Leute rübergegangen und mitgemacht, ich meine, manche konnten es auch irgendwie nicht, haben insgesamt 29 User, also mehr als 29.000 User haben mitgemacht und es wurden auf dieser Seite knapp 155.000 Aktionen durchgeführt. Die mitunter meist geklickteste Version oder Aktion war Abonniere Debitor. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr bleibt noch dran. Klar, viele haben wahrscheinlich nur wegen dem Gewinnspiel sich mal so ein Coin abgezogen. Aber ich hoffe, ihr bleibt dran, weil es gibt bald richtig tolle Inhalte auf meinem Kanal. Also nicht, dass sie jetzt nicht toll sind, aber da werden sie nochmal toller. Genau, und ansonsten stand hier noch, das System hat jetzt den Gewinner per Zufallsverfahren ermittelt und Gewinnspiel lief super und alles top. Okay. Und wie erwähnt, den werde ich jetzt nächste Woche Mittwoch nach Asus bringen. Jetzt ist alles ein bisschen knapp, weil kurz vor Ostern und dann kommen ja auch die Feiertage, dann wird er schön verpackt. Ich habe auch keine normale Verpackung mehr und dann geht er per Spedition zum Gewinner, zu dem möglichen Zeitpunkt, dann wenn er dann zu Hause ist hoffentlich und dann kann er richtig loszocken, weil zocken kann man damit immer noch super gut. Und ich habe auch im letzten Video gesehen, da hieß es ja, guck mal wegen deinem externen Kabelmanagement. Also das hier ist wirklich nur vorübergehend. Also wenn der andere Rechner angeschlossen wird, dann seht ihr davon fast nichts mehr, höchstens nur noch ein dickes Kabel und nicht diese 1000 kleinen. Können da, also das wird so toll werden. Wer den Raum da hinten gesehen hat oder den alten Computerraum, der weiß, wie ich Kabel verlege. Voll gut. Ich glaube, das war's dann schon. Ich glaube, so viel gibt es in dem Video jetzt nicht zu sagen. Eigentlich wollte ich noch ein paar Umbausachen jetzt zeigen, die ich auch wieder gemacht habe. Aber ich dachte mir, das passt jetzt nicht unbedingt in das Video. Und ich wollte eigentlich jetzt auch mal ein extra Video dafür machen, weil ich glaube, in den ganzen Kommentaren steht immer ganz oft, wer hat denn jetzt gewonnen, wo ist die Verlosung? Ich habe es halt erst auf Twitter rausgehauen, weil das so meine Plattform ist, wo ich am schnellsten meine News raushaue. Deswegen würde ich auch jedem empfehlen, der irgendwie dranbleiben möchte. Ich meine, ich spamme euch da nicht zu, keine Sorge. Kommt ab und zu mal irgendein Müll von mir oder irgendwas anderes. Und Link dazu auch in der Videobeschreibung. Und ich werde das jetzt auch mal tracken, wie viele da drauf geklickt haben. Ich hoffe, ganz viele. Und ansonsten würde ich sagen, an dieser Stelle wie immer, dranbleiben. Wer noch nicht abonniert hat, abonnieren. Empfiehlt es euren Freunden. Und ja, den werde ich jetzt bald fertig machen für den Gewinner. Aber jetzt habe ich ja quasi ein Datum, wann der raus muss. Und dann ist hier auch wieder richtig viel Platz, Alter. Tschüss. Oh, jetzt macht gerade einer Pipi. Hört man das? Und nein, ich wohne nicht im Keller. Ich weiß gar nicht, wie auf die Idee gekommen ist, dass ich im Keller wohne. Ich habe auch noch eine normale Wohnung. Und der Keller ist nur so ein Bonusding, wo das Büro drin ist. Und hier ist ja noch immer so eine Toilette drin und keine Küche. Außer das Rohr, was sich wie eine Toilette anhört. Obwohl, wenn ich da aufschraube, könnte ich da bestimmt noch reinpinkeln. Cut!